Töre. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht auch richtig. Das Benjamin Blümchen Magazin Nummer 11 für 6 Euro. Auch bei Benjamin Blümchen, so gibt es ab und zu mal Plastikschrott wie bei allen Mickey Mouse und sonst was. Aber diesmal wieder cool, ein Gummiflutsch Halloween Kürbis. Sowas finde ich immer echt witzig und gerade jetzt zu der Jahreszeit passt das wunderbar. Alter Benjamin, da hast du wieder was Gutes auf das Magazin gepackt in diese Ausgabe. Dafür muss man dich wieder mal wieder loben. Ja, ich muss es hier vorsichtig abmachen. Nämlich für ein Titelbild. Das packen wir gleich aus, aber jetzt blättern wir erstmal in das Benjamin Blümchen Magazin Nummer 11 drin herum. Und wenn ihr schon kennt, schreibt es in die Kommentare für alle anderen, wie ihr es findet. Da ist dieser Gummi-Halloween-Kürbis. Da sieht er fast aus wie ein Vampir. Ja, schön groß gezeichnet für kleine Kinder. Ist immer ein nettes Magazin von Benjamin. Auch wenn mir alles nicht zusagt, was da drauf ist. Ah, zum Basteln, immer Glut. Jetzt verstehe ich nicht, einfach nur Pappe und rumkleben. Kann man da nicht so eine Papierrolle, die Pappe von innen nehmen? Oder? Nee, das ist dieses Papier, was das durchleuchtet. Okay, Fehler von mir. Aber könnte man auch nehmen und dann kleine Löcher reinmachen. Kommt auch das Licht durch. Klubschis. Ah, was Wissenswertes. Immer perfekt. Diesmal ein Poster, wo man das Wissenswertes abmacht und dann hat man den Halloween Benjamin wieder reinpacken, damit ihr dieses ganze Bild nämlich seht. Dann hier Rätselspaß, Merchandising. Backen immer perfekt. Hier habt ihr was auszumalen. Da habt ihr die Ausstellung, was ihr so hingeschickt habt, was ihr gemalt habt. Eine kleine Geschichte, das kennt ihr ja. Ja. Was zum Basteln mit den, ich sag's mal so, mit der Toilettenrolle. Mit das Licht. Wieder was auszumalen. Und am 1. November erscheint das nächste Magazin. Es ist nicht schlecht, für Müll aufzusammeln. Es ist nicht schlecht, aber wenn es das ist, was ich vermute, was teilweise in verschiedene andere Magazine drauf war, ist das wieder kränklich. Genau wie dieser Halloween-Kürbis. Der war gefühlt auch schon mal ein paar Mal drauf. Aber ist jetzt bei Benjamin Blümchen und es passt. Es ist ja so ein... Ah, der ist nochmal extra eingepackt. Ah, der klebt so ein bisschen. Ihr habt es gesehen. Ihr seht, er klebt so ein bisschen. Aber es ist ein Halloween-Kürbis, den könnt ihr schön verziehen. Als Maske machen, seht ihr das? Oder platt drücken. Er kommt immer wieder zurück. Aber es ist witzig. Finde ich mal eine schöne, gelungene Sache, auch wenn es den schon ein paar Mal gegeben hat. Aber jetzt könnt ihr ihn wieder haben auf das Benjamin Blümchen Magazin Nummer 11 für 6 Euro. Jetzt eure Meinung, eure Kommentare dazu. Wie findet ihr das Magazin? Wie findet ihr das extra diesmal bei Benjamin? Ich versuche irgendwas von Benjamin Blümchen unter das Video zu verlinken. Sicher, bequem und wahrscheinlich günstig, auf jeden Fall. Und wenn ihr den Link benutzt, danke, 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 dafür unterstützt ihr meinen Kanal. Und jetzt... Der Röhr.